Mit fast 500.000 Reisenden und bis zu 2.000 Zugabfahrten ist der Frankfurter Hauptbahnhof hinter dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands. In diesem Video möchte ich euch kurz und kompakt den Zugverkehr an diesem Bahnhof samt der eingesetzten Fahrzeuge vorstellen. Wir beginnen mit dem Fernverkehr, der bis auf wenige Ausnahmen auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen ist. Um das Video kompakt zu halten, werden dabei keine Verstärkerleistungen erwähnt. Auch die vielen baubedingten Abweichungen, die im Laufe des Jahres auftreten, werden hier nicht betrachtet. Stündlich verkehrt ein ICE aus dem Südwesten Deutschlands nach Berlin. In der einen Stunde handelt es sich dabei um eine der Linie 11 von München über Stuttgart, Frankfurt und Leipzig, in der anderen um eine der Linie 12 von Basel über Karlsruhe, Frankfurt und Braunschweig, die sich zwischen Mannheim und Fulda zum Stundentakt ergänzen. Die Linie 12 ergänzt sich zudem ab Fulda mit der Linie 13 zum Stundentakt, die zwischen dem Frankfurter Flughafen und Berlin pendelt. Hinzu kommt noch der zweistündige ICE Sprinter Frankfurt-Berlin mit Halten nur in Erfurt und Halle, der mit der Linie 11 wiederum einen groben Stundenversatz bildet. In der Summe gibt es so in jeder Stunde zwei ICEs zwischen Frankfurt und Berlin. Auf den Linien 11 und 12 verkehren 12- oder 13-teilige ICE-4-Triebwagen, auf der Linie 13 hauptsächlich neunteilige ICE1 und vereinzelt ICET. Die Sprinterlinie 15 kommt mit einem bunten Misch aus ICE1, 4 und T daher, 1er und 4er dabei in der kurzen Variante. Nach Leipzig entsteht zudem ebenfalls ein Stundentakt durch die Überlagerung der Linie 11 mit jener der Linie 50, die im 2-Stunden-Takt von Wiesbaden nach Dresden verkehrt und einige Halte mehr bedient. Hier verkehren ICET-Triebwagen. In Hamburg wird stündlich eine Direktverbindung angeboten. Sie besteht aus den beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg. Beide mit ICE4, hier bevorzugt in der 13-Wagen-Variante. Zwischen Karlsruhe und Hamburg ist zusätzlich auch die Linie 26 unterwegs, die aber 90 Minuten länger benötigt und 15 Unterwegshalte mehr besitzt, denn sie fährt meist nicht über die Hochgeschwindigkeit, sondern über die Altbaustrecken, um so etliche weitere Städte fernverkehrstechnisch anzubinden. Sie verkehrt ebenfalls im 2-Stunden-Takt und mit ICE-T-Triebwagen. Zwischen Frankfurt und Heidelberg ergänzt sie sich mit der Linie 62 zum Stundentakt, die von Frankfurt aus mindestens bis Stuttgart, in der Regel aber weiter über München und Salzburg nach Graz, Klagenfurt oder Zagreb fährt. 3 bis 4 Zugpaare werden mit lokbespannten IC-Garnituren der ÖBB unter der Produktbezeichnung EC gefahren, der Rest überwiegend mit 7-teiligen ICE4 als ICE-Zug. Nach München gelangt man von Frankfurt aus auch stündlich über Nürnberg, mit der ICE-Linie 41 Dortmund-München, die als einzige Frankfurter Fernverkehrslinie stündlich verkehrt und auf der ICE-3-Triebwagen sowohl in der klassischen als auch in der neueren Velaro-Variante unterwegs sind. Gen Köln kommen die zweistündigen ICE-Linien 78 Frankfurt-Amsterdam und 79 Frankfurt-Brüssel hinzu, die beide mit ICE-3-Triebwagen in der Benelux-kompatiblen Version, sprich der Baureihe 406, verkehren. Außerdem verkehrt ohne festen Takt die ICE-Linie 49 Frankfurt-Köln mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen entlang der Schnellfahrstrecke. Auch hier teilen sich ICE-3 und ICE-3 Velaro-Züge die Leistung. Hier ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, ein Velaro der neuesten Generation Baureihe 408 anzutreffen. Zudem gelangt man auch über Koblenz und über Siegen nach Nordrhein-Westfalen. Über Koblenz gelangt man mit der zweistündigen ICE-Linie 91 Wien-Dortmund mit ICE-T-Triebwagen. Zwei auf den in den Tagesrandlagen nur innerhalb Deutschlands verkehrenden Leistungen auch ICE-1 zum Einsatz kommen können. Über Siegen verkehrt die zweistündige IC-Linie 34 Frankfurt-Münster, auf der Intercity 2 Garnituren mit E-Loks der Baureihe 147 unterwegs sind. In keinem dichten Takt, jedoch ebenfalls im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden, fahren Fernzüge nach Paris. Es geht dabei immer entweder über Saarbrücken oder über Straßburg. Eingesetzt werden entweder ICE-Velaro-Züge der Deutschen Bahn oder die französischen TGV-Züge. Zu diesen regelmäßig verkehrenden Linien kommen noch zahlreiche Abweichungen, Verstärker und Verlängerungen hinzu, die in dieser Kompaktdoku wie angesprochen nicht erwähnt werden können. Nennenswert ist aber die Tatsache,
dass man von Frankfurt aus auch täglich nach Westerland auf Sylt, über Rostock nach Stralsund, über Lyon nach Marseille, durch die Schweiz nach Mailand, über den Bodensee nach Innsbruck und über Ljubljana nach Zagreb reisen kann. Ebenso wie zweimal wöchentlich nach Budapest und in den Sommermonaten einmal wöchentlich nach Bordeaux. Machen wir jetzt weiter mit dem Nahverkehr. Bei der bis auf die S-Bahn alle Züge im Frankfurter Hauptbahnhof beginnen bzw. enden. Alle 2 Stunden verkehrt ein Regionalexpress der Linie 30, der Frankfurt über Gießen und Marburg mit Kassel verbindet. Er setzt sich aus 7 modernisierten Doppelstockwagen der 3. und 4. Generation sowie E-Loks der Baureihe 146.3 zusammen. Ergänzt wird er durch den RE98, der aber ab Kirchhain überall hält und so deutlich länger bis Kassel benötigt. Der RE98 führt außerdem bis Gießen immer einen Zugteil als RE99 nach Siegen mit. Betrieben werden diese beiden Linien von der Hessischen Landesbahn mit Flirt 2 Triebwagen. Hinzu kommt der bereits früher öfter haltende Mittelhessen-Express, bestehend aus einem 2-stündigen schnellen und einem 2-stündigen langsamen Mittelhessen-Express, die sich zwischen Frankfurt und Gießen in ihren Unterwegshalten unterscheiden und sich ab Gießen zum Stundentakt ergänzen. Sie verkehren mit Triebwagen der Baureihe 1440 von der Hessischen Landesbahn, Anfang 2024 wegen noch nicht einsatzbereiter Fahrzeuge, aber überwiegend mit von der DB Regio geliehenen Tallinn 2. Und werden in Gießen in die Linien RB40 nach Dillenburg und RB41 nach Treysa aufgeteilt. Dabei ergänzen sich der RE30, der RE98-99, der schnelle Mittelhessen-Express und die ICE-Linie 26 bis Gießen zum 30-Minuten-Takt. Im Berufsverkehr kommen hier etliche Verstärker hinzu, die von Frankfurt aus bis Gießen oder Marburg verkehren und meist aus Doppelstockwagen mit 146ern bestehen. Zuletzt gibt es auf dieser Strecke noch die RB34, auch Stockheimer Lieschen genannt, die von Frankfurt nach Glauburg-Stockheim verkehrt. Sie verkehrt im Stundentakt mit Triebwagen der Baureihe 642. Im Berufsverkehr ist die Linie sogar halbstündig unterwegs. Dann gibt es auch 2 Verstärker mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Die nachmittäglichen Verstärker fahren dabei bis Bad Vilbel gemeinsam mit den Verstärkern der sonst nicht ab Frankfurt fahrenden Linie RB 48 nach Nidda. Morgens fahren die beiden Linien getrennt nach Frankfurt. Neben den 2 Dosto-Verstärkern gibt es auf der RB 48 außerdem noch einen 3. Verstärker, der von der HLB mit 646 Triebwagen betrieben wird. Viele interessante Verstärker gibt es auch im Kinzigtal, das heißt in Zügen in Richtung Fulda. Womit wir jetzt bei den Zügen gen Hanau angekommen wären, die wir auf den Gleisen 4 bis 13 abfahren. Im Stundentakt verkehren ein Regionalexpress der Linie 50 nach Fulda und eine Regionalbahn der Linie 51 nach Wächtersbach. Auf beiden Linien kommen dieselben Garnituren wie auf dem RE30 zum Einsatz, allerdings immer mit 6 Wagen. Außerdem übernehmen neben 146.3ern hier auch von MLCE angemietete Vectrons, ebenso wie einige letzte 114er Leistungen. Beide Linien fahren im Berufsverkehr 2x pro Stunde, dann allerdings zum Teil mit etlichen Fernzugüberholungen auf der vielbefahrenen Strecke. Die Verstärker der RB 51 fahren zum Teil nur mit 4 Wagen. Gleiches gilt für den 4x täglich verkehrenden RE5, den sogenannten Hessen-Express, einen besonders schnellen RE zwischen Frankfurt und Bebra. Auch 2 RE50 fahren über Fulda hinaus nach Bebra und die RB51 Verstärker über Wächtersbach hinaus nach Bad Soden-Salmünster. Die längste von Frankfurt ausgehende Linie ist der RE54, der unter dem Namen Main-Spessart-Express alle 2 Stunden nach Bamberg verkehrt und bis Würzburg vom RE55 zum Stundentag verdichtet wird. Dabei fährt der RE54 immer über Maintal nach Hanau und der RE55 über Offenbach. Zu Schwachzeiten fahren alle Züge als RE54 und zur Hauptverkehrszeit alle als RE55. Hinzu kommen am Wochenende 2 zusätzliche Freizeitexpress-Frankenland-Züge nach Bamberg, die dann zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzen. Eingesetzt werden Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 in Einfachtraktion. Im Berufsverkehr sind es bis Aschaffenburg oder Würzburg Doppeltraktionen. Wie auf der Karte möglicherweise schon zu erkennen war, hält der nordmainische RE54 überall. Da dieser meist nur alle 2 Stunden fährt,
gibt es immer in der Stunde, in der ein RE 55 in Frankfurt fährt, einen zusätzlichen Zug der Linie RB 58 über die nordmainische Strecke, der dann in Hanau endet. Alle anderen RB 58 Leistungen, die bis nach Aschaffenburg oder Laufach fahren, können wegen fehlender Kapazität am Hauptbahnhof nur in Frankfurt Süd halten und verkehren deshalb zwischen Rüsselsheim-Opelwerk und Laufach. Auf der RB 58 ist die HLB mit 1440 Triebwagen unterwegs. Auch eine Linie der Odenwaldbahn verkehrt über Hanau. Es handelt sich um den RE 85, der stündlich bis Babenhausen und alle zwei Stunden darüber hinaus bis Großumstadt-Wiebelsbach bzw. am Wochenende sogar weiter bis Erbach verkehrt. Die Linie ist in Frankfurt umsteigefrei durchgebunden auf die RB 82, die ebenfalls stündlich in den Odenwald fährt, allerdings über Darmstadt Nord und Oberramstadt. Stündlich geht es bis Erbach, alle zwei Stunden sogar bis ins Neckartal nach Eberbach. Hinzu kommt noch ein RB 86 Verstärker nach Großumstadt-Wiebelsbach über Hanau, der zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch fährt. Das Odenwaldnetz wird von der Vias betrieben, etwa zwei Drittel der Züge fahren mit Itinus der Baureihe 615, der Rest mit Lind 54 der Baureihe 622. Mit der RB 82 hat sich dann bereits unsere nächste Richtung angedeutet, nämlich jene in Richtung Süden. Bevor wir uns mit dem Zugverkehr in Darmstadt befassen, betrachten wir noch die stündliche RB 61 nach Dieburg. Diese sogenannte Dreieichbahn ist mit Pesa-Link-Triebwagen der Baureihen 632 und 633 unterwegs. Ein morgendlicher Verstärker wird von der Vias mit 615ern betrieben. Nun aber zu den Zügen nach Darmstadt, bei denen ein Halbstundentakt angeboten wird. Dabei handelt es sich immer im Wechsel um einen gemeinsamen RB 67-68 Zug nach Heidelberg mit Zugteil nach Schwetzingen, der ab Darmstadt überall hält, und einen RE 60 nach Mannheim, der eben nicht überall hält. Der RB 68 fährt von Montag bis Freitag meist über Heidelberg hinaus bis Wiesloch-Walldorf. Die Züge der RB 67-68 verkehren logischerweise immer mit zwei Triebwagen, während der RE 60 außerhalb des Berufsverkehrs nur einzeln fährt. Zum Einsatz kommen Twindex-Triebwagen der Baureihe 446, die sich von den Würzburger Kollegen der Baureihe 445 durch den höheren Einstieg unterscheiden. Dieses Main-Neckar-Ried-Express-Netz umfasst auch noch den RE 70, der stündlich über das Ried nach Mannheim verkehrt und bis auf die Hauptverkehrszeit in Einfachtraktion unterwegs ist. Dieser fährt dann auch nicht mehr wie die Darmstädter Züge aus dem Gleisbereich 4 bis 13, sondern aus dem Bereich 16 bis 24, womit wir bei der nächsten Ausfahrtsrichtung angekommen sind, die gen Frankfurt Stadion verläuft. Diese Züge sind genau wie die nach Frankfurt Höchst entweder auf den Gleisen 16 bis 24 oder auf den Gleisen 1 bis 8 anzutreffen. Gen Mainz verkehren die beiden zweistündigen Linien RE2 nach Koblenz und RE3 nach Saarbrücken, die sich bis Mainz zum Stundentakt ergänzen. Beide Linien werden im Berufsverkehr wiederum zu einem groben Stundentakt verstärkt. Hinzu kommen dann außerdem Verstärker der Linie RB 31 nach Alzey. RE3, RB 31 und die RE2 Verstärker werden von Flex mit 620 und 622 Triebwagen gefahren, während der RE2 zum Südwestexpress kurz Süwex-Netz gehört, das mit Flirt 3 Triebwagen betrieben wird. Neben dem RE2 fahren aber auch die Sübex-Linien RE4 und RE14 ab Frankfurt. Der RE14 verkehrt im 2-Stunden-Takt über Mainz und Worms nach Mannheim und wird vom RE4 bis Mainz zum Stundentakt verstärkt. In der Gegenrichtung startet der RE4 nicht in Mainz, sondern kommt bereits aus Karlsruhe. Auch hier kommen die Flirt 3 Triebwagen zum Einsatz, weil es im Berufsverkehr auch für 25er oder Flex-Triebwagen geben kann. Außerdem fahren diese Züge über Frankfurt Höchst, wobei wir bei der nächsten und letzten Richtung angelangt werden. Während der RE2 linksrheinisch nach Koblenz fährt, fährt die RB10 der Vias rechtsrheinisch. Sie ist im Stundentakt unterwegs und hat den Zielbahnhof Neuwied. Bis Assmannshausen gibt es täglich einen Halbstundentakt, der im Berufsverkehr bis Koblenz verlängert wird. Es kommt Flirt 1 Triebwagen zum Einsatz. Außerdem gibt es 7 RE9 Verstärker nach Eltville, die nicht über den Wiesbadener Hauptbahnhof fahren und auf den 1440er der HLB unterwegs sind.
Auch nach Limburg gibt es eine stündliche Verbindung, die durch die RB22 hergestellt wird. Sie fährt im Berufsverkehr halbstündig und wird dann zusätzlich durch den viermal weniger haltenden stündlichen RE20 ergänzt. Diese Züge fahren alle mit 5, im Berufsverkehr zum Teil sogar mit 6 Doppelstockwagen. Und E-Loks der Baureihe 146.1. Ebenfalls über Höchst fahren auch die Züge der Linie RB12, die meist im Halbstundentakt unterwegs ist und nach Königstein fährt. Hier setzt die Stadt Regionalverkehre Deutschland wasserstoffelektrische Triebwagen des Typs VT554 ein. Mit selbigen Fahrzeugen fahren auch die HVZ-Verstärker der RB15 in den Hochtaunus nach Gräfenwiesbach oder Brandoberndorf, die im Berufsverkehr zusätzlich in Frankfurt starten und zum Teil umsteigefrei mit der RB12 zusammenhängen. Für den Verkehr unmittelbar in und um Frankfurt werden 9 S-Bahn-Linien angeboten. Bis auf die am Hauptbahnhof startende S7 sowie einzelne S1, 2 und 8 Verstärker halten alle S-Bahnen im Tiefbahnhof auf den Gleisen 101 bis 104. Das Netz der S-Bahn Rhein-Main umfasst die Linien S1 Rödermark-Oberroden-Wiesbaden Hauptbahnhof, S2 Dietzenbach-Niedernhausen, S3 Darmstadt Hauptbahnhof Bad Soden, S4 Langen-Kronberg, S5 Frankfurt-Süd-Friedrichsdorf, S6 Frankfurt-Süd-Friedberg, S7 Frankfurt Hauptbahnhof Friedrichstadt-Gottelau, S8 Offenbach-Ost-Wiesbaden Hauptbahnhof und S9 Hanau Hauptbahnhof-Wiesbaden Hauptbahnhof. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt. Auf S1, 2, 5 und 6 kommt es aber auch tagesabhängig zu einem 15-Minuten-Takt auf Teilabschnitten. Außerdem bilden S3 und 4 sowie S8 und 9 jeweils einen 15-Minuten-Takt auf den gemeinsamen Abschnitten. Die S8 verkehrt im Berufsverkehr auch weiter bis Hanau. Zum Einsatz kommen auf der S2 bis 6 Triebwagen der Baureihe 423 und auf der S1, 8 und 9 430 Triebwagen. Auf der nur außerhalb des Stammstreckentunnels verkehrenden S7 sowie auf den S8 Verstärkern zum Flughafen kommen modernisierte 425 Triebwagen zum Einsatz. Zuletzt halten am Frankfurter Hauptbahnhof auch noch Stadtverkehrsmittel, genauer die U-Bahnlinien 4 Bockenheimer Warte-Enkheim und 5 Hauptbahnhof Preungesheim sowie die Straßenbahnen der Linien 11 Höchstzug-Schwertstraße Fechenheim-Schießhüttenstraße, 12 Schwanheim-Rheinlandstraße Hugo-Junkers-Straße, 14 Mönchhofstraße Bornheim-Ernst-Mai-Platz, 16 Genheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17 Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21 Niedkirche-Stadion-Straßenbahn sowie 4 Stadtbuslinien. Damit wäre ich auch am Ende dieser Kompaktübersicht angekommen. In wenigen Tagen erwartet euch dann die ausführliche Version für das Jahr 2024. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.